Hohes Gericht, Herr Verteidiger, Frau Staatsanwältin. Egal, welches Urteil den Angeklagten erwartet, an unserer Situation wird sich nichts ändern. Er hat nicht nur das Leben unserer Tochter Jasmin ausgelöscht, sondern ein ganzes funktionierendes Familiengefüge zerstört. Wir sind immer noch fassungslos, warum so etwas passieren konnte. Es sind bewegende Worte, die die Mutter von Jasmin K. am Ende des Prozesses hier vor dem Landgericht Leipzig gesprochen hat. Sie können nur ansatzweise darstellen, was die Familie durchleiden musste. Der Mordfall Jasmin begann Pfingsten 2014 als Vermisstenfall. Freitag, 6. Juni 2014. Jasmin verabredet sich mit Freunden. Wollen wir schon los? Können wir, ich bin fertig. Sie wollen in die Diskothek Blue in Frauendorf. Das ist ein Ortsteil von Frohburg, südlich von Leipzig. An diesem Abend hat sie den Wagen ihrer Mutter, einen silbernen Skoda Fabia, und holt damit ihre Freunde ab. Die Eltern haben gesagt, dass sie schon auch ein ängstlicher Typ war und dass, wenn sie das Auto genommen hat, kein Alkohol getrunken hat und in der Regel auch nicht alleine gefahren ist. Also entweder war ihr Freund dabei, ihr Lebensgefährte, oder sie hat sich eben mit anderen Freunden verabredet. Und da wurde auch ganz gezielt nachgefragt, fährst du mit, weil ihr das nicht gereicht hat, alleine im Auto zu fahren, sondern es sollte auch noch jemand dabei sein. An diesem Abend sind es zwei Freunde, die dabei sind. Erik und Sebastian kennt sie schon sehr lange. Ihr Lebensgefährte Peter muss arbeiten. Es ist ein fröhlicher Abend in der Diskothek Blue. Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür, auf das sich die Freunde freuen. Michael Pomerening gehört zu der Clique, kennt Jasmin sehr gut. Er war mit den Freunden an diesem Freitag im Juni 2014 in der Diskothek Blue. Der Abend war eigentlich völlig normal, wie immer. Man hat sich getroffen, man hat zusammen getrunken, gefeiert, alles Mögliche ausgelassen, also ganz, ganz normal. Michael Pomerening arbeitet nebenbei als Eventfotograf. Er macht von Veranstaltungen wie in der Diskothek Blue Fotos. Eines seiner Lieblingsmotive ist Jasmin, denn sie hat viel Spaß daran, fotografiert zu werden. Ja, sobald die Kamera da war, hat sie sich präsentiert, da war sie Feuer und Flamme, also da war sie sofort da. Da hat sie, auch wenn es 10, 20 Fotos waren, das war egal, da war sie immer dabei. Jasmin schreibt in der Disco eine SMS an ihren Freund. Schatz, ohne dich ist es langweilig. Gegen 3.20 Uhr beschließen die drei Freunde dann zu gehen und verlassen gemeinsam die Disco. Jasmin möchte nachts Mitfahrer haben, denen sie vertraut. Deswegen plant sie die Strecken so, dass sie nur ein möglichst kurzes Stück ohne Begleitung im Wagen ist. In dieser Nacht fährt sie zuerst nach Otterwisch. Dort setzt sie ihren Freund Erik ab. Mach's gut, tschüss. Ja. Kommst du davon? Ich gehe davon. Ciao. Ciao. Danach will sie nach Hopfgarten fahren, wo Sebastian wohnt. Von dort aus sind es nur noch etwa 2 Kilometer bis zu ihrem Zuhause. Als sie mit dem Wagen hält, schreibt sie kurz eine SMS an Erik. Wie fandest du es? Mega. Auch an ihren Freund schickt sie beim nächsten Halt noch eine Kurznachricht. Schatz, bin auf dem Weg nach Hause. Das ist um 4.07 Uhr. 4 Minuten später antwortet sie dann Erik. Das freut mich. Sonntag wird genauso genial.
Es ist das letzte Lebenszeichen von Jasmin K. Als Jasmin am frühen Samstagmorgen noch nicht zu Hause ist, versucht die Mutter, die 19-Jährige, zu kontaktieren. Wo bist du? Ruf mich bitte an. Ohne Erfolg. Schließlich verständigt sie die Polizei. Nach dem Eingang des Notrufes um 7.36 Uhr waren gewisse Ausgangsinformationen bekannt. Das heißt, dass die Mutter, die angerufen hat, gesagt hat, es ist absolut ungewöhnlich für ihre Tochter, die sehr zuverlässig ist. Und das zuständige Revier Bonner hat sofort und sehr schnell reagiert und umfangreiche Ermittlungs- und Suchmaßnahmen eingeleitet. Sogar ein Hubschrauber wird eingesetzt, doch es gibt keine Spur von Jasmin. Mit ihr ist auch ihr Handy verschwunden. Deswegen versucht die Polizei, den letzten Standort zu bestimmen. Daraus wurde klar, dass 4.52 Uhr der Last Login erfolgte. Die Angaben zum Standort des entsprechenden Sendemastes haben uns aber nicht weitergebracht zu ihrem konkreten Aufenthalt. Die Polizei ermittelt die Personen, die Jasmin zuletzt gesehen haben. Bei den Befragungen erfahren die Beamten, dass sie bei der Heimfahrt Sebastian S. zuletzt abgesetzt haben muss. Als die Polizei den jungen Mann befragen will, findet sie ihn in einem desolaten Zustand. Offenbar steht er unter Drogen. Aufgrund der Einschätzung zu seiner Gesundheit ist er dann ins Krankenhaus gekommen nach Bonner für weitere Untersuchungen. Dies gestaltete sich sehr, sehr schwierig, da er dort aggressiv wurde und nur bedingt Angaben machen konnte zum Verschwinden von Jasmin. Kriminaldirektor Lutz Mädler leitet das Dezernat 1 bei der Kripo Leipzig, zu dem auch die Mordkommission gehört. Gut 24 Stunden nach Jasmins Verschwinden übernimmt sie die Ermittlungen. Gab es möglicherweise einen Unfall, Hilflosigkeit, aber eben auch könnte es eine Straftat sein. Die Besonderheit liegt darin, dass zwischen dem letzten Ort, also wo Jasmin ihren Bekannten aus dem Auto gelassen hat, und ihrem Wohnort etwa nur 2 Kilometer liegen. Und deswegen war es die Frage, was ist passiert? Und es wurden entsprechende Wegstrecken geprüft. Pfingstsonntag, ein extrem heißer Tag. Die Polizei sucht noch immer nach Jasmin. Freiwillige haben sich angeschlossen. Gegen 12 Uhr entdeckt ein Helfer den Skoda Fabia. Es kam die Mitteilung, dass im Kofferraum eine weibliche Leiche liegt. Die Auffindesituation hat bereits den Schluss zugelassen, dass wir vor einem Tötungsdelikt und wahrscheinlich auch von einem Sexualdelikt ausgehen müssen. Es ist schreckliche Gewissheit. Die 19-jährige Jasmin K. ist tot. Rechtsanwältin Ina Tust übernimmt die Betreuung der Eltern. Sie hat sich auf die Vertretung von Opfern bzw. deren Angehörigen spezialisiert. Das Problem ist ja, dass diese Todesnachricht eigentlich noch gar nicht verarbeitet ist. Es verschiedene Stellen auf sie zukommen und jeder was will. Also sie werden vernommen von der Polizei, die brauchen ganz viel Informationen. Es ist eine Beerdigung zu planen, es kommt ja ganz viel auf sie zu und die sind eigentlich überhaupt nicht in der Lage, damit umzugehen. Es ist kaum vorstellbar, was die Eltern durchmachen müssen. Ein Albtraum. Noch heute, 3 Jahre nach der Ermordung von Jasmin, haben sie das Geschehene nicht verarbeitet. Dennoch waren sie bereit, mit uns ausführlich zu sprechen. Nicht vor der Kamera, dazu fehlt ihnen noch die Kraft, aber in kleiner Runde haben sie uns sehr viel über ihre Jasmin erzählt. Die Eltern haben uns diese Kindervideos und Fotos zur Verfügung gestellt. Und sie haben uns die Geschichte ihrer Tochter niedergeschrieben. Jasmin ist unser Weihnachtsengel, denn sie wurde am Heiligabend 1994 geboren. Sie kam eine Woche zu früh. Der Termin war erst am 3. Januar. Es war das schönste Weihnachten, das man sich vorstellen kann. Mit 2 Jahren wurde bei Jasmin eine Sehschwäche festgestellt. Seitdem trug sie eine Brille. Sehr gern sogar. Später wurde es ihr Markenzeichen.
Ihr kleiner Bruder ist 2 Jahre jünger. Die beiden waren immer ein Herz und eine Seele. Nur gut 2 Kilometer von Jasmins Wohnhaus entfernt findet die Tatortarbeit statt. Der Wagen ist am Rande des Weihers unter Büschen versteckt. Das sind Originalfotos der Polizei. Offenbar hat der Täter versucht, das Auto zu versenken, um Beweise zu vernichten. Diese Tatortfotos zeigen die Spur des Skodas durch das Weizenfeld hin zu dem kleinen See. Das Auto hat sich dann in dem tiefen Boden festgefahren. Der Täter ist geflüchtet. Matthias Bergmann ist Chef der Kriminaltechnik der Polizei Leipzig. Er leitet vor Ort die Arbeit der Spurensicherung. Man will den Zustand einfrieren, zu dem die Straftat passiert ist. Man muss also schnellstmöglich vor Ort sein und alle Varianten der Spurensuche und Sicherung betreiben. In diesem Fall wollen die Experten das Fahrzeug abtransportieren, damit die Hauptarbeit an dem Auto in einer Halle stattfinden kann. Ein Abschleppunternehmen wird beauftragt. Matthias Bergmann überwacht den Abtransport. Wir haben eben Hinweise auch bis zum Abschlepper gegeben. Wo darf es festgemacht werden, wo darf der Abschlepper anfassen. In dem Fall hat er dort nirgendwo am Fahrzeug angefasst, weil wir das Fahrzeug ja also möglichst unbeschädigt lassen wollten. Wir natürlich die Leiche schon herausgenommen haben. Die sterblichen Überreste von Jasmin K. werden hierher in das Rechtsmedizinische Institut in Leipzig gebracht. Dr. Carsten Babian ist leitender Oberarzt. Er führt die Obduktion durch. Jasmin ist erdrosselt worden mit dem Riemen ihrer Handtasche. Von der Tasche allerdings fehlt jede Spur. Außerdem stellen die Rechtsmediziner fest, der Täter hat die 19-Jährige vergewaltigt. Langsam ergibt sich für die Ermittler ein Bild der Tat. Denn die Auswertung der Spuren im Auto und die Ergebnisse der Rechtsmedizin zeigen, Jasmin wurde im Wagen angegriffen. Es gab Hinweise auf Kampfspuren im Fahrzeug. Eine abgebrochene Fensterkurbel, Spuren im Auto. Wir konnten feststellen, dass es Verletzungen im Gesicht gab, die durch mindestens 2 Schläge verursacht worden sind. Das sind Verletzungen, die ihr vom Täter im PKW beigebracht worden sind. Es gab Verletzungen an der Körperrückseite, wie durch festes Anpressen, zum Beispiel an einen Sitz, an Autositz oder Interieur des Autos. Starb Jasmin im Wagen oder gibt es einen anderen Tatort? Bei den Gesprächen mit Jasmins Eltern ist mir klar geworden, wie eng das Verhältnis war. Geblieben sind der Familie nur noch die Erinnerungen. Jasmin ging sehr gerne in die Schule. Sie liebte es zu basteln. Zum Geburtstag hat sie uns immer etwas Besonderes gemalt. Getanzt hat sie immer sehr gern. In der Schule war sie dann in der Popgymnastik. Wir waren immer stolz, wenn wir sie zu einem Auftritt begleiten konnten. Doch leider wurde ihre Tanzleidenschaft gebremst. Mit 14 wurde bei ihr Skoliose diagnostiziert. Schnell ging es ihr schlechter. Die Wirbelsäule hat sich weiter verkrümmt. Weil keine Behandlung half, musste sie operiert werden. Ihre Wirbelsäule wurde versteift. Jasmin hat dies tapfer gemeistert. Der Fundort der Leiche ist für die Ermittler der Mordkommission Leipzig auffällig. Sie vermuten, dass der Täter Ortskenntnis haben muss, da ein Fremder diese Stelle nie gefunden hätte. Der Letzte, der Jasmin offenbar lebend gesehen hat, ist Sebastian S.,
der mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er war den Polizisten schon am Tag zuvor aufgefallen. Und er wohnt Luftlinie nur etwa 2 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt in Hopfgarten. Das lässt ihn in den Mittelpunkt der Ermittlungen rücken. Manche mögen es als Bauchgefühl bezeichnen, andere bezeichnen es als kriminalistische Erfahrung, dass hier diese Person, die tatsächlich mit dem Opfer zuletzt unterwegs war, dass hier zumindest ein entsprechender Anfangsverdacht besteht. Der Beschuldigte wurde kurz nach 5:30 in seinem Wohnhaus widerstandslos festgenommen. In der anschließenden Vernehmung bestreitet Sebastian S. die Tat. Dennoch beantragt die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Nun gibt es einen Tatverdächtigen, aber der streitet alles ab. Die Ermittler müssen ihm jetzt das Verbrechen nachweisen. Und dazu kommen unter anderem mehrmals Suchhunde zum Einsatz. Ich habe mich am Fundort der Leiche mit Polizeihauptmeister Jörg Kempe verabredet. Herr Kempe. Na, hallo. Grüße Sie. Und an Bord? Alles mit heute. Er ist Hundeführer bei der sächsischen Polizei. Seine Hunde sind sogenannte Mantrailer. Mit Hündin Hippien war er am Pfingstwochenende 2014 hier im Einsatz. Herr Kempe, Sie waren ja bei der Festnahme direkt auch mit dabei. Ist das normal oder was gab es für einen Grund? Ja, das ging darum, am Körper des Tatverdächtigen den Geruch zu sichern und um festzustellen, ist der Geruch vom Tatverdächtigen am Einsatzort. Wie hat Hippie reagiert? Sie ist dann zielstrebig losgelaufen. Und das bedeutet für mich, wenn der Hund losläuft, ist Geruch vom Tatverdächtigen am Einsatzort. Das sind ja Bloodhounds. Was ist denn das Besondere an dieser Rasse? Der Vorteil an der Hunderasse ist, dass sie sich konzentrieren können. Also Hippie ist teilweise schon autistisch veranlagt. Also wenn ich mit der suchen tue, dann läuft die teilweise gegen Mülltonnen, Briefkästen. Also solche Sachen nimmt die gar nicht wahr. Im Mordfall Jasmin hat die Hündin Hippie bewiesen, dass der Tatverdächtige am Fundort gewesen sein muss und in Richtung seines Hauses gelaufen ist. Nach der Festnahme wird das Wohnhaus des Tatverdächtigen auf Spuren untersucht. Wurde hier Jasmin getötet? Sebastian S. bestreitet die Tat immer noch. Jetzt ist es an der Polizei, Sachbeweise zu finden. Was für den Kriminaltechniker von Bedeutung ist, das ist, sich selbst zur Ruhe zu zwingen und auch bei selbst dem bekannten Straftäter sich immer wieder zu hinterfragen, reicht das, was wir jetzt haben, reicht das auch, um sowohl die komplette Tathandlung zu klären? Oder ist das jetzt vielleicht sogar der falsche Täter? Stimmt das nicht? Die Kriminaltechniker finden in der Garage Blut. Stammt es von Jasmin? Rechtsmediziner Dr. Babian ist Blutspursachverständiger. Er wird hinzugezogen, um diese Spuren zu analysieren. Es gab relativ wenig Blutspuren. Es gab in der Garage ein bisschen Blut. Es gab auf den Treppen ins Wohnhaus ein bisschen Blut. Auch in so einer Wischform. Das heißt, es war klar, da ist keiner hochgelaufen oder da hat jemand Nasenbluten gehabt, sondern da wurde ein blutiger Körper entlang geschleift. Die Untersuchungen im Labor ergeben, das Blut in der Garage stammt von Jasmin. Bei der Untersuchung des Skoda finden die Kriminaltechniker auch eine hellblaue Jacke. Es ist die Jacke von Sebastian S. Daran Spuren von Make-up. Steht die Jacke in Zusammenhang mit der Tat? Mit dieser Frage geht sie zur Untersuchung an Dr. Babian. Auffällig war, es fanden sich Farbreste wie von Make-up, auch in einer Anordnung, wie sie am Gesicht entsprechen würde, sodass wir geschlussfolgert haben, ja, die Jacke war über den Kopf, über das Gesicht gezogen, als sie die Schläge bekommen hat. Es ist wieder ein Puzzleteil, das Sebastian S. überführen kann. Eine Verbindungsbeamtin der Kripo ist die Ansprechpartnerin für die Eltern. Sie werden immer über die weiteren Schritte der Polizei auf dem Laufenden gehalten.
Also es war bestimmt nicht einfach, die Ermittlungstätigkeit mitzuverfolgen, aber ich glaube, die Eltern haben das in dem Moment auch gebraucht. Also sie wollten auch mit eingebunden werden. Es war ja schließlich ihre Tochter, die da ermordet worden ist. Und natürlich wollten sie ja auch wissen, was da passiert ist. Und natürlich wollten sie auf diesem Weg der Jasmin auch eine Stimme geben. Es war Jasmins ganz großer Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, haben mir die Eltern erzählt. Deshalb hat sie nach Abschluss der Realschule den Beruf der Orthoptistin, der Seelehrerin, erlernt. In der Seeschule diagnostizieren und behandeln Orthoptisten Sehschwächen. Und Patienten sind vor allem die Kinder. Das erste halbe Jahr war sehr schwer. Dann wurde es ihr Traumberuf, in dem sie aufging. Jasmin stand kurz vor dem Abschluss. Sie wusste bereits, dass sie eine feste Anstellung nach ihrer Ausbildung in Aussicht hatte. Wir waren sehr stolz auf unsere große Tochter. Die letzten 3 Monate ihrer Ausbildung verbrachte sie in Gießen. Mit 19 war sie so richtig selbstständig geworden, erwachsen, bereit für ihre Zukunft. Sie stand in den Startlöchern des Lebens. Nur einer hat sie festgehalten. 10 Tage nach der Tat äußert sich Sebastian S. im Beisein seines Anwalts erstmals zu den Vorwürfen. Am 17.06. hat er dann das erste Mal uns gegenüber die Tat eingeräumt und sich auch einverstanden erklärt, uns Orte zu zeigen, wo er Sachen von Jasmin versteckt hat. Er führt die Ermittler zu der fehlenden Handtasche. Die hat er nur etwa 200 Meter von seinem Wohnhaus entfernt in einem Gebüsch versteckt. Diese Polizeifotos zeigen den Fundort und die Tasche. Und er verrät, wo er weitere Gegenstände von Jasmin versteckt hat. In der Traufkante am Wohnhaus finden die Kriminaltechniker den Schmuck von Jasmin. Sebastian S. muss ihn nach der Tat hier vergraben haben. Ricardo Schulz von der Staatsanwaltschaft Leipzig weiß, dass Beschuldigte oftmals versuchen, die Tat in einem für sie günstigen Licht darzustellen. Und natürlich wird der Beschuldigte immer versuchen, von dem Vorwurf des Mordes herunterzukommen und die Tat als möglicherweise nur in Anführungsstrichen Totschlag darzustellen. Und so ist es auch im vorliegenden Fall erfolgt, dass also der Beschuldigte versucht hat zu erklären, dass es so richtig eigentlich keinen Grund gegeben hat und er sich nicht erklären kann, wie es zu diesem Tötungsdelikt gekommen sei. Warum hat Sebastian S. Jasmin getötet? Die beiden kannten sich gut, waren befreundet. In den Vernehmungen sagt er, dass er zum Tatzeitpunkt schon schwer betrunken war. Es war wichtig, weitere Zeugen zu hören, sowohl im Umfeld als auch beim Diskothekbesuch. Denn es war nicht mehr objektiv möglich festzustellen, unter welcher Alkoholbeeinflussung zum Beispiel er zum Tatzeitpunkt gestanden hat. Und das hat dazu geführt, dass er sicherlich angetrunken war, aber immer noch steuerungsfähig. In seinem Geständnis gibt Sebastian S. an, er hat Jasmin gebeten, anzuhalten, da er urinieren musste. Als er zurück zum Auto kommt, greift er Jasmin unvermittelt an. Die Schläge ins Gesicht sind so heftig, dass Jasmin der Kiefer bricht. Als sie kein Lebenszeichen mehr von sich gibt, zieht er sie auf den Beifahrersitz und fährt zu sich nach Hause. Dort schleift er Jasmin in sein Zimmer. Im Endeffekt ist es aber dann nicht gelungen, genaue Angaben zu bekommen zum Tötungsvorgang selber. Er hat nur angegeben, sie vor der Sexualhandlung getötet zu haben. Für die Ermittler sind die Daten von Jasmins Handy sehr wichtig, denn sie ergeben ein Zeitfenster für die Tat. Um 4.11 Uhr verschickt sie die letzte Nachricht. 41 Minuten später ist der letzte Login des Telefons. Diese Ermittlungen zum Ablauf
lassen Rückschlüsse zu, wann die Tat begonnen hat im Fahrzeug und wann vermutlich das Handy in den Weiher geworfen wurde, was etwa parallel gewesen sein müsste zum Abstellen des Fahrzeuges, des Festfahrens. Das ist rekonstruierbar, aber es ist nicht abschließend feststellbar, zu welchem Zeitpunkt die Drosselung erfolgte und in welcher Reihenfolge die einzelnen Handlungen vollzogen wurden. Dr. Carsten Barbian bekommt den Auftrag zu analysieren, wie lange Jasmin die ersten Verletzungen, die ihr im Wagen beigebracht wurden, überlebt hat. So könnte der exakte Todeszeitpunkt festgestellt werden. Wir beobachten einfach die körpereigenen Reaktionen. Wenn eine Verletzung passiert, dann beginnt der Körper, diesen Schaden zu reparieren. Und der Ablauf dieser Reparaturprozesse ist sehr gut erforscht. Proben des Gewebes werden dafür unter dem Mikroskop untersucht. Entscheidend für die Bestimmung des Alters der Wunde sind die magentafarbenen Punkte. An diesem Beispiel sind sie weniger ausgeprägt. In dieser Gewebeprobe gibt es viel mehr. Auf dem zweiten Bild sind diese Zellen schon weit in das Gewebe ausgewandert. Und da weiß man, das braucht mindestens 20 bis 30 Minuten, ehe man dieses Bild sieht. Wir konnten sagen, dass die Gesichtsverletzungen, zum Beispiel auch Verletzungen an Armen, am Rücken, mindestens 20, vielleicht 30 Minuten überlebt worden sind, was dann auch ungefähr dieser Zeitspanne entsprechen dürfte, vom ersten Angriff im Auto bis zur Tötung im Wohnhaus. Die Ermittler sind überzeugt, dass Jasmin von Sebastian S. getötet wurde, um die Vergewaltigung, die im Haus stattfand, zu verdecken. Im Dezember 2014 beginnt der Prozess vor dem Landgericht Leipzig. Die Eltern von Jasmin sind Nebenkläger. Ihre Anwältin Ina Tust bereitet sie sorgfältig auf das Verfahren vor. Das sage ich den Eltern auch immer, dass sie sich gut überlegen müssen, dass sie dem Täter ja vis-à-vis gegenüber sitzen. Und ich bereite sie auch darauf vor, dass sie am Ende keine Antwort darauf kriegen werden, warum das passiert ist. Die Antwort, die sie vielleicht hören wollen, die sie sich wünschen, die werden sie nie kriegen. Der Angeklagte entschuldigt sich vor Gericht bei den Eltern. Für sie hat diese Entschuldigung aber einen schalen Beigeschmack. Denn Sebastian S. äußert sich nicht zum Tatablauf. Damit bleibt ungeklärt, wann Jasmin genau starb. Vor der sexuellen Handlung oder danach. Das war zum Beispiel der eine Punkt, hat er sie vergewaltigt, dann muss sie noch gelebt haben oder war sie schon tot, dann ist es eine Störung der Totenruhe, was natürlich viel milder bestraft wird. Aber es wurde dann eben das mildere Delikt angenommen. Jasmin hat dem Angeklagten vertraut. Wenn sie angeblich seine beste Freundin war, dann verstehen wir nicht, dass er nicht jetzt wenigstens so viel Courage zeigt und erzählt, was wirklich passiert ist. Das wäre das Letzte, was er für Jasmin tun könnte. Denn Jasmin kann es uns nicht mehr erzählen. Wir haben jetzt schon lebenslänglich, obwohl wir nichts verbrochen haben. Sebastian S. wird zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Die Eltern bedauern, dass die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt wurde. Wäre dies geschehen, dann hätte frühestens nach 18 Jahren die Haft geprüft werden können. Jetzt könnte bereits nach 15 Jahren geprüft werden, ob er entlassen wird. Für die Eltern ist dies fast unerträglich. Der Mörder ihrer Tochter kann irgendwann ein neues Leben beginnen. Jasmins Leben wurde ihr genommen. Das war die Spur der Täter für diesmal. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr. Mit einem neuen, spannenden Fall. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.